Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Die Venus- und Mars-Legung, es geht um eine Verbindung, die man näher anschaue. Ich schaue mal, welche Verbindung das ist. Du schaust, ob du bitte resonierst oder nicht. Wenn nicht, dann schau, dass du dir einfach das Sonnenzeichen, Aszendentzeichen oder Mondzeichen anschaust, lieber Skorpion. Du weißt, es ist eine kollektive Legung, die nicht mit jedem in Resonanz gehen kann. Das ist ganz normal. Also ich schaue mal die Chemie an, das Thema in dieser Verbindung. Dann weißt du, ob das sozusagen für dich resoniert oder nicht. Ich schaue mal, wie der Gegenüber zu dir steht, was deine Themen in dieser Verbindung sind und die mögliche Tendenz für den verbleibenden August 2022. Skorpion, dann schauen wir mal. Ne? Was ist das für Verbindung, die sie da zeigen möchte, die da? Heartbreak umgedreht. Es hat in dieser Verbindung ein Herzbruch stattgefunden, aber eine Sekunde. Aber entweder ist mir da beides zu vergeben oder es ist am Heilen. Es geht bei euch um Heilung. Es gab einen Herzensbruch, ja. Bei euch. Ich schaue mal die Verbindung näher an, lieber Skorpion, ja. Es ist definitiv eine Verbindung, wo momentan Pause ist. Also es kann nur wo Pause sein, wo man sich schon, ja, wo schon mal was Näheres war. Es kann nur ein Herzensbruch stattgefunden haben, wenn man einfach mit dem Herzen dabei war. Skorpion, wenn du dich da wieder findest, bleib gern dran, gell? Ich schaue weiter. Wenn nicht, dann dreh einfach ab und schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Ich gern mehr wissen zu dieser Verbindung, die sie da zeigt für meinen lieben Skorpion. Kann sein, dass eine größere Distanz besteht. Ich habe es zuerst gesagt, sechster Kelche, da ist eine Vergangenheit definitiv miteinander da. Ich habe es schon im Feld gehabt, schon gespürt. Und es kann eine größere Distanz zwischen euch sein, wo man weiterfahren muss oder sogar im Ausland. Skorpion, also Kontaktabbruch. Kann eine Dreiecksgeschichte sein, gewesen sein, also was da das Herz gebrochen hat, denn du hast die Wahl getroffen für diesen Kontaktabbruch, also du bist dann in diese Pause gegangen, ja. Es muss kein Ende sein, es kann eine Pause sein, gerade am Heilen des Herzens, ja, aber du trafst diese Wahl. Und da ist eine Person zu viel. Mir schaut das Ganze noch aus, dass es da um eine Verbindung geht, wo Dreieckskonstellationen. Sie bieten mir an zwei Karten.
Ja, diese Entscheidung wurde ausgesprochen. Deinerseits, dass das so nimmer mehr weitergeht und du hast dich dadurch zurückgezogen, das ist rausbringen. Dein Gegenüber beobachtet dich, soziale Netzwerke, schaut, dass er was über Freunde rausfindet oder einfach, wenn du online bist. Gefühle sind definitiv im Spiel. Das Herz ist deinerseits eben schon bei deinem Gegenüber und du bist für ihn wirklich die perfekte Frau. Also ich habe so da, er vergöttert dich, lieber Skorpion. So ist es da im Feld. Ja, gut, wir schauen weiter. Wie steht dein Gegenüber zu dir? Da kommt jetzt ja durch. Es kann sein, dass der Gegenüber jetzt gar nicht fix liiert ist, sondern dass da einfach eine andere Energie, gell, drin war. Also so geflirtet oder so, ja. Es ist nicht unbedingt, dass er verheiratet oder fix gebunden sein muss. Aber es ist einfach eine Person zu viel. Ja. Es war da eine Person zu viel. Ich kriege immer durch eine Person zu viel. Skorpion, ja. Wie steht dein Gegenüber zu dir? Sprich, aus der Sicht einer Frau, gell? Wenn du Mann bist, rast das entsprechend um. Wie denkt er, wie fühlt er? Wie sind seine Handlungen? Skorpion. Wärme im Herzen, Energie im Herzen. Er strahlt für dich im Herzen. Da sind definitiv Emotionen vorhanden. Diesem Mann, so denkt er, sind die Hände gebunden. Ja, er würde gern was tun, kann aber nicht so, wie er gerne möchte oder vielleicht aus dem Jahr blockiert. Und er weiß sehr wohl, dass er da nicht ehrlich war zu dir, dass es an dem lag, dass er nicht wahrhaftig war, dass es, also die sieben Schwerter gehen auch hin bis zum Betrug. Ja, ich weiß nicht, in welcher Konstellation er eben war, aber definitiv Unehrlichkeit, ja, lieber Skorpion, das weiß er. Und er weiß, ihm sind die Hände gebunden. Er hofft von der Handlungsebene, dass du dich meldest, vielleicht sind mir so die Hände gebunden, dass er gar nicht durchkommt bei dir. Er blockiert es überall. Er ist ja klingt, dass er beobachtet. Ja, also. Okay, schauen wir die Handlungsebene nur weiter an. Er hat Schuldgefühle. Und er hofft, dass sie das Schicksalshaft ergibt, dass ihr euch über den Weg lauft. Er hat Schuldgefühl, definitiv. Also er weiß schon, dass er da was getan hat oder sich nicht so verhalten hat, wie es ehrenwert ist. Ja. Er weiß auch, dass er dein Herz gebrochen hat. Er hat doch selbst ein gebrochenes Herz. Er möchte einen Neubeginn mit dem Gericht, eine Wiederbelebung des Alten. Aber weißt du, ich habe ihm da, er möchte es zwar, aber weißt du, von der Handlungsebene ist es so, vielleicht hat er gar nicht die Möglichkeit, handeln zu können, weil er blockiert ist überall. Ja. Er ist bereit zu handeln. Es liegt ein Stück weit an dir, ob du das zulässt. Ja. So habe ich das. Aber er ist bereit zu handeln, das schon. Ja. Was ist dein Thema in dieser Verbindung? Skorpion. Ja. Und dann schauen wir uns die mögliche Tendenz für euch beide an im verbleibenden August 2022. Skorpion, hoppala. Dein Thema. Jo, Erben kommen lassen. Ist interessant, die Sache locker sehen, ausgehen, also dass du ausgehst. Dass du ausgehst, dass du
in eine totale Leichtigkeit kommst, die mit Freundinnen aus locker leicht sind und lass ihn auf dich zukommen, ja? Wenn ein Mann möchte, dann findet er einen Weg, dass er dir den Hof macht. Auch wenn er blockiert ist, gibt es Möglichkeiten. Wenn man kreativ ist, verkauft es eher, ja? Das zweite Thema, lieber Skorpion, ist, dass du eine Blickwinkelveränderung vornimmst, und zwar in Bezug auf Partnerschaftsthemen, deinen Selbstwert betreffend, also was du für ein Geschenk bist. Da ist die Karten zeigen mit dem Gehängten an, da hast du ein bisschen Scheuklappen auf, ja. Du siehst deinen Wert, die Wertigkeit von dir nicht so komplett. So war das. Ja, da darfst du in dich gehen. Oder darum ginge es, ja? Dass du da mal ein bisschen Innenschau betreibst. Skorpion, was ist noch dein Thema in dieser Verbindung, ja? Hoppala. Ja, Entscheidung zu treffen, wie du weitermachst, wie du weitergehst, abzuwägen und ganz klar auch die Wahrheit zu betrachten. Die Wahrheit, ja. Also ganz unverblümt, ganz ja, nüchtern. Nicht emotional und darüber zu sprechen, das auch zu kommunizieren, das auch mitzuteilen. Ja, jetzt liegt er. Das ist der König der Schwerter mit dem Buben der Schwerter. Also er beobachtet dich. Das haben wir zuerst eh schon gesehen. Es ist noch einmal die Botschaft da, ja? Gut. Skorpion, jetzt schaue ich die mögliche Tendenz von euch beiden im verbleibenden August 2022, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Die mögliche Tendenz. Danke übrigens für dein Abo, lieber Skorpion. Ich freue mich sehr. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade dich herzlich ein. Glocke drücken, nicht vergessen, dann verpasst du kein Videogeschenk mehr, wirst automatisch von YouTube informiert, das ist eine lässige Geschichte. Und danke für dein Like, so gibst du mir dein Feedback, dass der taugt, dass der gefällt und diese Art der Legungen dich inspirieren. Danke fürs Teilen von meinem Kanal, so unterstützt du das Wachstum und die Reichweite meines Kanals, dass sehr viele Menschen damit eine Freude haben. Ja. So soll es ja sein. Danke, Skorpion. Eure Tendenz im August. Steht eine Entscheidung an mit dem Liebenden. Eine Herzensentscheidung. The Choice. Das ist große Verwirrung. Große Verwirrung und viel Emotionen. Aber die Karten sagen, der Gegenüber wird einen Weg finden, sich zu melden. Schau an. Er wird einen Weg finden, sich zu melden. Ja. Also kommt es zu einem Kontakt. Ja. Sehr selbstbewusst bist du, lieber Skorpion. Gell? Sehr selbstbewusst. Er hält an dir fest. Er hält an dir fest. Ja. Weißt du, ich habe dann noch einmal so einen Stillstand mit dem Gehängten zur Innenschau.
um eben eine Entscheidung zu treffen. As der Schwerter, gell? In Bezug auf Partnerschaft, geht es ihr in dieser Verbindung weiter oder beginnt sie neu, weil wir haben ja dieses Revival gehabt, diese Wiederbelebung des Alten, ja, ein Neustart, oder nicht, ja, es geht also im verbleibenden August darum, sich bewusst dieser Wahl zu stellen. Nochmal die drei der Kelche, also es ist so, es geht schon auch darum, mit der Gerechtigkeit einfach das zu besprechen, wie fair das war, wie unfair das war, das abzuwägen, ja, was da einfach, er weiß ja, er ist ja gegen auch, dass er weiß, er hat da was falsch gemacht, er hat einfach nicht die Wahrheit gesagt, ja, und das sollte im August, oder das wäre eine gute Zeit, das im August auf den Tisch zu bringen, das zu besprechen, ja, mit der Gerechtigkeit, und einfach die Wahrheit um dich zu bringen, auch diese, ja, diese eine Person zu viel, wie in welcher Konstellation auch immer das war. Das gehört, also nicht gehört, es ist im August eine gute Zeit, dass ihr das zum Thema macht. Es liegt natürlich an euch, wie ihr das gestaltet, gell, lieber Skorpion. Gut, das war's. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Skorpion, ja, fürs mit dabei sein. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, du hast den einen oder anderen Impuls erhalten. Ich sage bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.